Wir haben dich doch gelobt gerade. Was ist denn los? Jetzt machst du sowas. Ey Leute, ihr glaubt es nicht. Ich bin gerade ausgestiegen, habe gesagt, ey, fahr nur mal nach vorne, nach hinten. Lass mal gucken, wo das Geräusch herkommt. Das Geräusch ist weg. Ist weg. Das Auto hat Panik, dass wir nichts mehr an dem machen. Also du bist ein TSI, bei dir gibt es immer was zu machen. Also. Erstmal willkommen bei den Kfz. Wird sich schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht heute wieder um den Golf. Eidosch, du wirst es nicht glauben, der muss heute wieder auf die Bühne. Also diesmal Kleinigkeit. Okay. Nichts Wildes. Im Tageslicht schauen wir uns das nochmal an. Es gibt keine Hologramme. Also wir haben es echt gut poliert, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Ja, die Politur sieht man noch überall. Die Reste. Ja, das muss man gewaschen. Aber das Gute dran, man sieht überhaupt nichts, ne, an Hologramm. Also ich habe echt befürchtet, es wird nicht gut aussehen danach. Aber ich muss sagen, Eidosch, wir haben es echt gut gemacht. Ja, also vom Regen und so sieht man ja, ne? Wieder ein bisschen. Wahnsinn! Und ich muss sagen, wie das Ding glänzt. Krass. Das ist echt Wahnsinn. Das ist, als wenn das Auto lackiert wurde. Komplett das, lackiert, ja? So andere Farbe, ne? Ja, definitiv. So, Kaltstart. Hast du Kettenrasseln gehört? Mhm. Und überleg noch. Natürlich nicht. Alles neu. Das ist der Wahnsinn, was für ein Weitwinkel das Ding hat. Ne? So ein Fischei. Aber das Geilste kommt heute noch. Und darum wird es ja heute auch gehen. Der Vorbesitzer hat sich gemeldet. Kein Benzingeruch mehr. Das ist schön. So. Ach, Öl ist immer noch gleich. Wir haben 400 Kilometer gefahren, seit wir den Motor revidiert haben. Bis jetzt kein Ölverbrauch. Toi, toi, toi. Hoffentlich bleibt das auch so. Für die Leute, die fragen natürlich, was für Felgen das sind. Das sind originale VW-Felgen. Ich glaube, von Borbet sind die, glaube ich, ne? Original. Ich weiß es nicht. Können wir gleich gucken. Wir haben eine andere Nabendurchmesser bei dem. Ist alles okay. Die Dinger hier, das sind Zentrierringe für die Felgen. Nur leider waren die doch zu klein. So, wenn ich die hier dran halte, merkst du das? Ja, klar. Und das ist das Problem. Und deswegen hat der so rumge... Der hat ein bisschen geeiert. Ah. Da habe ich eine neue besorgt. Und ich habe mir aus Aluminium welche geholt. Jetzt gucken wir erstmal hier. Hier passt der perfekt, sehe ich schon. Ja, kein Spiel. So muss das sein, Eidosch. Jetzt müssen die Löcher perfekt passen und das machen die auch. So sieht es doch gut aus. Also diese 1/10 Millimeter, Wahnsinn. Das hat so viel ausgemacht, das könnt ihr nicht glauben. Also, natürlich, guck mal, wir wackeln ja nicht mehr, wir haben ja so richtig also, gezittert. Echt, wenn ihr mal sowas habt und ihr habt neue Felgen drauf gemacht und ihr habt so ein Zittern oder so ein Ruckeln, ne, und dann denkt ihr, oh, da ist was kaputt gegangen oder so, checkt erstmal, ob die Felgen richtig drauf passen. Das ist Wahnsinn. Eingeschrieben, warum ist das hier nass und da weiß nicht? Ich nicht. Ach, Überschwemmung! Hier ist auch das Wasser hochgekommen, ne? Wahnsinn, wir haben Überschwemmung. Ja, in Witten ist ja so ein bisschen, ja. Ja. Fahren wir lieber wieder zurück zu unseren hohen Stellen. Ja. Oh. Boah, nee, ich stelle mich. Ich muss aber vorbeigerauscht hier. Also lässt sich schon geil fahren, ne? Ja. Wer Witten einigermaßen kennt, weiß ja, wir haben richtig bescheidene Straße und überall Baustellen. Achte mal. Ja, es gibt sehr viele Stellen. Also, ach, das ist ja Wahnsinn hier. Die wirklich schlecht sind, die Verhältnisse. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Spaß dran, endlich nach so vielen Reparaturen. Ich hatte ja davor den Audi A6 gehabt, aber den haben wir fertig gemacht, haben eine schöne Türkei-Reise gemacht und dann den Wagen hier kaum gefahren. Eidosch hat den halt gefahren gehabt und Eidosch hat ja ein Unfall damit gebaut. Ein Abgrenzungspfosten mitgenommen. Kann natürlich passieren. Ich war überhaupt nicht sauer. Alles super. Ich habe Eidosch danach 3 Monate nicht mehr gesehen. Genau. Ne? Warum wohl? Ja. Sie war in Intensivstation. Weiß ich nicht, was ihr passiert ist danach.
Danach hatten wir. Und danach haben wir wieder angefangen, Videos zu drehen. Warum habe ich den verkauft, mein Audi A6? Du hast die Lust dran verloren. Ich habe die Lust dran verloren, seit dem Unfall. Habe ich einen Anruf bekommen, ja, einer sucht ein Auto. Habe ich dann gesagt, ey, ich habe einen Audi A6. Wollt ihr den haben? Ein paar Bilder geschickt, habe denen halt alles erzählt, was ich dran gemacht habe. Ich habe einen Golf 6, nimmst das als Anzahlung, weil er meinte halt, dass er halt Probleme macht, nicht zieht und so weiter und so fort. Und das Geilste kommt jetzt, ich habe natürlich ihm noch eine Garantie gegeben. Was keiner machen würde, ich habe ihm eine volle Garantie gegeben, ein Jahr lang. Hat er jetzt volle Garantie von mir, das heißt Motorgetriebe. Wenn da irgendwas passiert, nehme ich die Haftung. Also komplett Garantiefall, keine Gewährleistung. Und dann habe ich gesagt, ey, diesen Unfall, den mache ich dir auch noch fertig. Wo es halt gekauft hat, habe ich dann sofort ACG Bochum angerufen, habe da gesagt, so und so, muss lackiert werden. Die haben mir direkt einen Kostenvoranschlag gegeben, haben gesagt, Yunus, das würde so viel kosten. Habe ich gesagt, okay, super. Dann haben wir das schöne Ding ja gekauft gehabt. Danach hat es angefangen. Da war alles kaputt und ich habe ja ein bisschen mehr gemacht, als es notwendig war, mit Nockenwellen, Kolben. Ihr wisst, was ich alles gemacht habe. Ne? Ihr habt es ja in Videos gesehen, wenn nicht, könnt ihr das Ganze nochmal anschauen. Sehr interessant auf jeden Fall. Haben wir alles fertig gemacht, Wagen läuft und dann Hochdruckpumpe kaputt. Dann haben wir die ganzen Gelenke jetzt noch vor kurzem gemacht. Das Öl hat sich vermehrt, Hochdruckpumpe habe ich ja gesagt. Dann haben wir letztes Mal noch den tiefer gelegt mit neuen Felgen, mit neuer Bereifung und dann eine schöne Spureinstellung. Jetzt mittlerweile lässt er sich fahren. Habt ihr ja gerade im Video gesehen. Super. Dann kam der Tag X, wo der Typ den Audi abgeben wollte fürs Lackieren. Kam der Typ ja hier, hat ja das Auto noch gesehen, habe ich ihm noch erzählt, hier habe die ganzen Sachen gezeigt. Du hast ihn rechtzeitig abgegeben, habe ihn noch gelobt so. Für mich war es eher weniger gut, aber egal, habe ich gesagt, das ist ja mein Job. Habe gesagt, ey, ich mache dir das jetzt nicht fertig oder bezahle das selber oder so. Nein, wir haben das zwar im Vertrag nicht festgehalten, aber ich habe gesagt, das repariere ich dir und das habe ich dir halt gemacht. Dann hat er den Wagen abgegeben. Dann habe ich gesagt, nach einer Woche kannst du den wieder abholen. Und dann hat er mich nach einem Tag angerufen und hat dann gesagt, ey Yunus, weißt du was, ich habe so ein bisschen schlechtes Gewissen und so. Du hast so viel durchgemacht mit dem Wagen, weißt du was, was zahlst du denn dafür? Dann habe ich gesagt, so und so viel Geld bezahle ich dafür. Meinte er so, ey, ich übernehme die Hälfte. Das ist so, was, echt? Würde ich mich freuen, habe ich gesagt, weil es war ja echt so, dass ich viel Geld ausgegeben habe. Brauchst du nicht, aber wenn du es machst, würde ich mich freuen natürlich. Ne? Das ist eine geile Aktion, habe ich gesagt. Ja, und dann beim Abholen hat er mir halt nicht ganz die Hälfte gegeben, aber auf jeden Fall Geld gegeben. Ja, vor allem, der hat das ja rechtzeitig abgegeben, das Auto. Genau. Er hätte es ja auch nicht wissen können, er hat ja auch keine Schuld. Nein. Aber er hat von alleine schon so ein schlechtes Gewissen gehabt. Ja, und klar. Und sich beteiligen, weil, ich gut. Ne, ich habe ihm da auch ein bisschen erzählt und so, habe den auch gefragt, ob du viel Öl hattest und so. Und er meinte so, ja, immer nach dem Ölwechsel war immer kurze Zeit später mal mehr Öl drin. Jetzt wissen wir auch, warum alles. Ja, ne? Ja. Und jetzt muss man ja mittlerweile sagen, ne, der verbraucht gar nichts. Wir haben knapp 400 Kilometer gefahren. Lässt sich super fahren, jetzt mittlerweile sehr gut, muss ich sagen. Also, und seit wir die ganzen Feature eingebaut haben und unsere Politur gemacht haben, muss ich sagen, es ist ein Hingucker. Ich wusste nicht, dass er so eine schöne Farbe hat. Danke dafür, dass ihr gesagt habt, Yunus hat besser poliert als Irish. Aha. Danke, dass ihr mich verkauft habt. Hey, ihr seid die Besten. Ich habe ja mit einem Profi geredet, der meinte so gut, dass du weiche Pads benutzt hast, weil wenn du harte Pads benutzt, dann hättest du auf jeden Fall Hologramme reingemacht. Oh. Ja, wir wollten den auch kneten an dem Tag. Nur das Problem, unsere Speicherkarte ist kaputt gegangen. Wir haben sogar Zeug gehabt, wo wir das kneten wollten. Also wir haben dieses Gleitzeug, Politur, alles so. Da waren ja so verschiedene Sachen drin. Ja. Weil ich kann mich gut erinnern, ich habe irgendein Auto mal irgendwann gehabt und da wollte ich den kneten. Dann habe ich das genommen und diese Knete habe ich dann mal einfach mal so ausprobiert. Und dann habe ich den wieder reingepackt. Aber woanders hingepackt? Nein, und der war nass. Und dann habe ich ihn wieder zugemacht, weil das war in so einer Schale drin. Okay. Und irgendwann habe ich das gesehen, habe es aufgemacht und das war Schimmel. Und dann habe ich es weggeschmissen. Das Ding war teuer. Mit diesen beiden Flüssigkeiten. Knetset habe ich 40, 50 Euro bezahlt. Das ist echt ein gutes Zeug. Also ich will jetzt das Ding nicht zeigen. Also ein Kollege von mir ist ja ein Aufbereiter und ich habe das immer gesehen. Der hat immer geknetet den Wagen vorher. Und da habe ich ihn auch immer gefragt, warum. Geknetet, wie sich das anhört. Ja, ja. Ja. Und der hat das immer geknetet und der meinte so, Yunus, guck mal, wie weich das schon ist. Du brauchst dich schon gar nicht mehr polieren, meinte er, ist so geil geworden. Aber danach hat er den nochmal poliert und das war echt. Ich knete das Auto. Irgendwann werden wir natürlich für die Standheizung auch noch ein Video machen, Aldosch, war sehr wichtig. Weil wir wollen ja schauen, ob das echt was bringt, die Standheizung auch in Hardcore. Wenn wir uns nicht mehr hören, wünsche ich euch auf jeden Fall einen guten Rutsch. Egal, was ihr euch nächstes Jahr vornehmt, zieht durch. Glaubt dran und dann schafft ihr das auch. Ganz, ganz wichtig. Ich habe mir auch vieles vorgenommen. Irish hat sich auch was vorgenommen. Ja. Sie will ein Jahr lang unfallfrei sein.
und nicht mehr in Intensivstationen landen. Das hat sie sich fest vorgenommen, hat sie mir mal erzählt. Der eine will abnehmen, der eine will Sport machen, der eine will mit Rauchen aufhören, der eine will mehr Geld verdienen. Egal, was ihr macht, glaubt dran und zieht durch. Das ist das Wichtigste. Ich kann jetzt sagen, nächstes Jahr werden wir das machen, werden wir dies machen und so. Da kommt immer was dazwischen, dann enttäusche ich euch. Ich mache mir dann selber Druck, was ich überhaupt nicht... Deswegen, ihr wisst, wie ich bin. Bei mir gibt es spontan immer Videos. Also es kann sein, dass ich in der Woche 4 Videos droppe und es kann auch sein, dass ich im Monat nur 4 Videos droppe. Also es ist bei mir immer unterschiedlich. Bei mir gibt es keine festen Zeiten. Wir sind bei einem Projekt dran. Das dauert noch. Ich weiß nicht, wann das fertig wird. Da mache ich mir auch keinen Druck. Aber wenn das kommt, denke ich schon, dass es euch gefallen wird. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Habe ich gesagt, kauft kein TSI. Ich weiß, das hab ich gehört. Also wer ein Kfz-Fuzzi irgendwo verkaufen sollte, kauft ihr. Dann auf ja. Dann auf jeden Fall. Weil mehr geht nicht eigentlich. Es kommen noch Videos, ne? Also ist das nicht. Also TSI ist nicht abgeschlossen. Da kommen noch ein paar interessante Videos. Darauf freue ich mich selber. Und wir werden noch eine längere Strecke damit machen, Aydosh. Ganz wichtig. Nein, ich nee, wir werden das spontan machen. Und morgen fahren, wenn du willst. Wohin? Schwarzwald. Nee, so spontan Schwarzwald. Bin ich auch nicht. So, danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kfz-Fuzzi. Bis dann noch rein. Ciao. Dankeschön, Aydosh. Bitteschön.